So. Also, to release position der Tanks fest. Ich würde versuchen, deinen besten Tank ohne viel Scouten, deinen besten Tank in die Nähe deines Carries, ne? Hier ganz rechts zum Beispiel. Und den zweitbesten Tank ganz links. Damit die. Weil die Carry stehen mal aus und dann fokussieren die immer entweder den erstbesten oder zweitbesten Carry, sodass sie dann lange an dem festhängen und keine Einheiten killen. Ja. Okay, ich will aber einmal aufs Game machen. I'm trolling die Leute hier. Ich beantworte die Frage gerne, aber ich muss jetzt aufs Game achten. Ich muss schnell climben. Wir müssen schnell bis zum 10. Dezember müssen wir wahrscheinlich so 1000 LP oder so machen oder mehr. Keine Ahnung. Ja. 1000 LP, vielleicht auch mehr. Sehr viele haben AP-Items. Ich habe keinen Tank auf 2. Was ist das denn? Tiddle. So. Damage die beiden raus, Wladimir. Sentinel Heimer? Sentinel Heimer vielleicht. So. Weiche 5. Ich komme auf 10 Gold, wenn ich gewinne. Ich komme auf 10 Gold, wenn ich gewinne. Ich suche Tier und sowas, ne?
So, Gegner sind Twitch. Enforcer. Eimerdinger. Draven. Violet, meine ich. Gewinnen wir? Violet, der ist Violet. So, ist ein dritter Pick. Einheiten suche ich Loris. Items suche ich Tier. Hier Rod. Das ist Loris, Renny oder Ali. Ah, ich suche eigentlich. Gib mir halt 4 Cents und dann, ne? Aber ich sag mal so, anders so was auch. Nicht wirklich so. Ich hätte Loris mitnehmen müssen. Actually, wenn ich Loris nicht mitnehme, nimmt er das mit, ne? Der ist mit halt der hat Dingens 2. So, was können wir noch reintun? Backliner. Frontern haben wir genug. Frontline haben wir genügend, glaube ich. Rel 2. 2 Items. Zur nächsten Runde muss ich Units verkaufen, ne? Baby Wurm, Moin Solan, hat welcher Faktor legst du fest, welche Kombo du spielst, abhängig von meinen Items, dann meinen Augmenten, dann den Einheiten, die ich habe und ob es contested ist oder nicht. Worms Kamil ist so broken, Kamil ist aber stark. Die Right Games entscheidet, was stark ist oder nicht. Basiert auf den Sets. Was bei Family, wie sind die Carries? Auszeichen? Tierlist. Da sind die Carries markiert mit den Items. Violet, Draven. Violet, Draven. So, für Visionary, Astral, Browse. Den brauche ich aber später wieder. Hallo, Wayne, man auch. Violet Draven und dann Late Game noch Sevika, Vi. So, ich suche Blue Buff, Archangel, Gunblade, nicht jeder noch. Gegner sind Twitch, Corki. Ogma, Caitlyn, actually Camille, Heimerdinger, Apiara, Heimerdinger, Draven Vi, Draven Vi, ne? Ist richtig gut für uns, die contesten sich hardcore. Und kauft man direkt wieder, dann sind die im nächsten Shop im Pool wieder drin. Ich hab 30, so wir suchen Tier Rot. Hauptsächlich. Let's Tank Item Steadfast oder so. Sunfell können wir aufbauen. So. So. Sunfell für Windstreak. Achso. Sentinel aktiv, 3 Synergien aktivieren für Sentinel Emblem. Jens Jude.
Auswahl bisher sehr gut, ne? Die Reduce, ich brauche Penetration. Ich hab schon Rel Morgana 2. Okay, ich könnte Gunblade direkt bauen. Arc, ich würde kein Arc in Chip. Gunblade. Achter Visionary Bible. Da habe ich schon ein paar Mal gesehen, also ist fein, ja. Heimer-Dinger ist einfach broken. Heimer-Dinger, Malsa sind broken. Wie stark 8 Visionary wirklich ist, keine Ahnung, aber klappt auf jeden Fall. Aber du kannst ja auch easy ohne 8 Visionary gewinnen. 5 Black Rose, Malsa, Heimer 2. Deswegen ist es schwierig zu beurteilen, glaube ich, ob 8 Visionary wirklich so broken ist oder so. Wirklich broken ist oder nicht. Twitch, Corki, Kogma, Kamil, der ist Heimer, Violet, okay, pass Heimer, erste Runde heute nicht dreifach contestet. Erste Runde nicht dreifach contestet, Chat. Cool. Okay, Rot-Tier, aber ich nehme auch einfach Units. Will Zoe spielen? Nee, ne? Ist the Ghost of Friends Past broken? Ich glaube, das ist das stärkste Augment, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist das stärkste Augment zurzeit. Insta-Pick, Tanks only reintun, damit dein ganzes Team HP bekommt. Into Blue Streak, into Sentinel Heimerdinger ist relativ safe. Ich habe es aber auch schon mal gesehen mit, was war das? Mit Twitch, glaube ich, habe es gesehen. Twitch Mundo. Ja. Gehen mir schon viele Comps. Ich meine, HP kann jede Comp benutzen. Ja. Ghost of Friends. Ghost of Friends Pass. Broken. Last Pick. Einheiten suche ich Illaoi. Oh ja, Illaoi brauchen wir. Illaoi, Items suche ich Rot, aber ich habe so Pandoras. Die neue Arcane Jinx als Tactician. Ich finde die Caitlyn ist am besten. Mordok, you trolling me. 20 Gold, 30. 3, 6. Ich komme auf Gold, ne? Mordok, you trolling me. Okay, cool. Cool. Bramble vs. Slam, nämlich gewinne? Nein, ne? Sicherlich Juli not. So, was ist mein Academy-Item eigentlich? Hodge? Der Chase. Danke dir, Sato. Danke für dein Twitch Prime. Hm. Busse dir auch. Und ne? Tier hier. Archangel.
Danke dir, Marco. Danke auch für 43 Monate. Danke auch für mehr als 3 Jahre. Morgen sind die Aufschlinger, ne? Morgen sind die Aufschlinger des Cytology. Danke auch für den Twitch Prime. Moin sind euch allen Chat. Moin sind euch allen Chat. Seid ihr gut drauf, Chatbox? Seid ihr gut drauf? Oder seid ihr nicht so gut drauf? Bitte, Guys. Boom. Okay, nice. Geile Streak. Gegner sind so. Twitch, Corki, Camille, glaube ich. Ne, Kog'Maw oder so. Kog'Maw. Am besten Camille. Heimerdinger. Camille. Violet Traven, das sind wir. Archangel, brauche ich noch Magic Pen, ne? Magic Pen brauche ich noch, Static Shift. Sechs Schiff, Dimschen, los. Okay. Mir fehlt, glaube ich, noch ein. Na, ich muss die Lage oder Dingens, ne? Okay, haben wir Magic Pen Healing Reduce, alles Magic Pen Healing Reduce. Muss Units nach vorne tun, die stehen so komisch. Stehen so weird, Chat. Okay, Buddy, das Ding ist gut. Mentorship ist eigentlich auch. Noch. Was ist so noch? Infinity Edge, Infinity Edge Hodge, Chase und so. Esri irgendwie reinbekommen. Esri, Corki, und dann könnte ich Scrap halt noch rein, theoretisch, aber. Garen verkaufen müssen für Echo. Esri auch verkaufen, potenziell einfach. Setzt da nice bisher. Eine Rascho, danke auch für 23. Dicken Bus hier auch für dich. Ne? Es gibt sehr viele Comps, die man spielen kann. Black Rose ist immer noch zu stark Late Game. Ich meine, aber irgendeine Comp wird es immer geben, die zu stark ist. Ah, I'm trolling. Muss wieder noch rein tun für das hier auch. Irgendeine Comp wird es immer geben, die zu stark ist. Daran kann man nichts ändern. Ramblers. Oder ein Sentinel. Boom.
So, ich habe Mulder ready. Mulder kann ich halt Mentorship benutzen für Heimerdinger. So. Jetzt kann ich auf 9 einfach Mulder spielen. Das wäre auch fein. Hast du Lieblingscombo? Heimerdinger. Heimerdinger. Ich glaube Heimerdinger ist Sentinels sogar. So Einheiten suche ich Chase Heimer. Chase Heimer, Item suche ich BF, ne? Chase Heimer, BF. Chase Heimer, BF. For me, thank you, Level 9, baby. For me, thank you. So. So, abwechselnd mal Windstück, ja. Ja. Nach links hier. Okay, danke dir, Astronomik. Danke auch für 11 Monate. Und Spaß hast du ja auch, ne? Deine Rascho, deine Saito, deine Marco. Ist der Pogo groß oder Average Chatbox? Der ist Average. Der ist groß, meinte ich mal. Der ist gigantisch groß. Hallo, BK, mein Name ist Mr. Kev. Oh Gott, ich hab Anomalie vergessen. For me, thank you. For me, thank you. Let's go. So. Ist ganz gut, Chat. Killstreak. Gain 25 Mana. Ich meine, Heimerdinger ist der einzige hier, der Units killt. Sollte ganz nice sein, ne? Katze ist auf mir drauf, das wissen. Vintage Bar. Okay, weg von Camille. AI nicht vergessen, ja, danke dir. So, AI auf Level 9. Ich spiele Rumble. Kann Jinx auch noch finden. Was kann ich euch vielleicht noch spielen? Rumble. Malsa 2. Ah, Corki. Corki, den ich spiele. Das hat mein Unit-Kill, ne? Damit ich Killstreak procke, endlich. Ja, jetzt prockt das. Bum, 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 bum. Das Spiel war Academy für noch eine, aber. Eckwaffe rein. Big Malsa 2 spiel ich auch. Hallo, Papierfrosch, ausreichend Augment. Die Set gibt es keine Augment-Stats. Auch keine Anomalie-Stats oder irgendwas. Wenn ich mein Champ mit Anomalie verkauft habe, bekomme ich die Anomalie safe nicht wieder. Doch, Anomalie hat Heimerdinger. Wenn ich den verkaufe, einen neuen kaufe, hat der neue den einfach. Den Buff. So, ich habe Pandoras. Ich könnte noch ein AD-Item bauen. Und ich baue Items für Rumble. Oh Gott, Alter. Items für Rumble einfach, glaube ich. Aber dann so. Aber Items für Rumble, glaube ich. Später.
Scheiße, der Astral hat einen Kill gemacht. Fuck. Astral, don't do it! Lass den Heimer die Kills, du Schlingel. Scheiße, ich procke Killstreak gar nicht. Proc the Killstreak gar nicht, Chad. Boom, 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 boom. Oh Gott, irgendjemand die Kills die ganze Zeit gerade. So Troll. Ich hätte damit fast jeden Kill aber gewissen. Boah, ich chill hier kurz, oder? 60, 77. Ich chill jetzt zwei Runden, dann kann ich hier 9 gehen, ein bisschen rollen, dann können wir später Level 10 pushen. Ich glaube, hier muss ich aber kurz chillen. Ich level auf, ich kann auch gar nichts spielen. So, danke dir, Sebi. Danke auch für 5 Monate. Den wusste dir auch, ne? Oh, Meister. Oh, Meister. Cinch gleich raus für Rumble. Dann swap ich Rabadon, sorry. Shit. Achso, okay, weg. Noch 2 Runden chillen und dann. Fahrt, ist der Twitch wieder. Also irgendwie Twitch 3. Falsch gehört, Catfish. Wir haben ja jeden Last Hit Mist, der macht so viel Schaden. Der ist schon. Okay. My life. Deine Dojosch, danke auch für 16 Monate. Busse dir auch, ne? Oh Meister. Oh Meister. Ich will dir auch schlingen. Komm on, Heimer. Alas jetzt. So. Was ist los, Bär? Was ist los, Bär? So, der Doppelbruiser-Emblem. Doppel-Enforcer-Emblem. So. Ich glaube, da war noch ein Redemption. Ist noch ein Guardbreaker, Vintage Hodge Guardbreaker. Lenkt mich kurz nicht ab, Chat. Lenkt mich kurz nicht ab, Chat. Lenkt mich kurz nicht ab, Chat. Ich laufe wieder rein. Zinsch raus. Ganz kurz nicht ab, Chat. Scheibenkleister.
hier rauskicken eigentlich, ne? Optimalfall. So. Okay, ich brauche gleich noch einen Remover hier, aber dann Swap. Level 10 einfach nach Chase rein. Dann muss ich irgendwann Remover-Items auf Chase zweimal. Ja. Und dann brauche ich eigentlich auch ein richtiges Tank-Item anstatt Sunfire hier. Irgendwann. Einmal Dinge. Assets. Okay, Killstreak ist ziemlich stark. Killstreak ist ziemlich stronges Pongos. So behind. Kann besser auch spielen. So, der sucht Twitch 3 wieder. Ich such Chase Rumble. Okay, I guess. Was mache ich hier noch? Noch Stomp? Noch Edge Giant Slam? Giant Slam hier. So, gehen wir nach rechts da irgendwo hin. So, jetzt kurz chillen, Level 10, J2, Rumble 2, ne? Kick 70, 80, müssen wir 6,5 oder so? 6,5 können wir wahrscheinlich leveln. Ist er leveln, Jace Rumble 2 hitten. Jetzt schon raus, glaube ich auch, ne? Ist auch schon raus. So, und bevor ich Chase weite, muss ich ihm Items geben. Ich roll einfach Heimat rein und ich hab jetzt. Nur 4 Heimers. Muss dann die Lavi auch noch rollen. Mal Chase muss hin. Ah, da ist einfach für ein Experiment drin, ne? Wird noch Emblem bekommen, ne? Scheiße. Noch Emblem bekommen, ne? So. Rumble wird mal Fokus, ne? Eins weiter nach unten stellen vielleicht. Vielleicht. Char Rebel.
Rumble, Kick W. Ja, dann nehmen wir, danke auch für 60 Monate, ne? So, dann mir, danke auch für 60 Monate. Dicken Busse dir auch. So, bevor ich Jays zweite Astral hier rein und dann die Items rüber swappen. Lock Corki 2. Dodge Rumble nicht eine Option? Wäre auch eine Option, ja. Kann ich gleich noch machen. Schau. Hätte ich auch noch machen, ja. Einmal Ringer. Okay, Jace 2, Jace rein, die drei Items und dann unterprocken lassen. Unterprocken lassen kann ich hier Remover machen, dann kann ich hier Infinity Edge Guardbreaker Giant Slayer machen. Hier kann ich dann Hand of Justice Rabadons machen, plus 1 vielleicht. So, gib mir einfach erstmal auch 11k. Ich glaube, ich würde gerne Corki die Items geben. Sicherlich macht Corki hier Work. Sein Experimentfeld aufgegeben. Das scheint nicht so gut gewesen zu sein. Let's go. Nimm ich mit, Chat. Einfach nicht bewegen, ne? Einfach nicht bewegen.